dieser Faktor Ostalgie ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich habe das auch immer wieder gesagt, auch in den Pressekonferenzen gesagt, es war nicht alles schlecht, was der Osten produzierte. Das ist völliger Irrsinn. Weil man, natürlich hat man nicht die technischen Möglichkeiten gehabt, vieles zu produzieren, was wir im Westen konnten. Natürlich war in vielen Fällen auch die Qualität eben nicht die, die man sich gewünscht hätte. Aber es war nicht alles schlecht. Es gab viele Dinge, die sehr gut waren. Die Mitarbeiter waren sehr fleißig gewesen. Sie hatten neue Aufgaben bekommen. Und diese Ostalgie, dieses Rückbesinnen auf alte Traditionen, das war ein ganz wesentlicher Faktor. Weil man kann nicht von heute auf morgen sagen, alles, was damals war, war scheiße. Wenn du damals bei der Hochzeit Rotkäppchen gerungen hast, das war eine Plörre, schäm dich, dass du es überhaupt in die Hand genommen hast. Sondern man hat gesagt, das war doch gut gewesen. Und das war ja auch für damalige Verhältnisse gut. Man hat den Wein aus anderen Gebieten bezogen, aus den RGW-Ländern, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, wo man eben einkaufen konnte. Man hatte keine Westweine, jedenfalls meistens nicht. Also außer Herr Schalk-Olkowski konnte irgendwelche Wiesen locker machen. Da hat man auch mal in Spanien Wein eingekauft. Aber im Wesentlichen war das eben eine andere Weinbasis. Aber das Produkt war ja gut gewesen, unbeanstandet. Und so kam langsam auch bei der Bevölkerung diese Rückbesinnung darauf, dass ja nicht alles schlecht war. Also die Partei schließe ich bewusst mal aus, da habe ich nie irgendwie ein gutes Wort drüber gehört. Aber auch viele Produkte, die früher vielleicht in einigen Bereichen doch auch ganz, sagen wir mal, ganz gut waren. Auf jeden Fall aber nicht ganz schlecht. Wann ging das denn los mit dieser Rückbesinnung? Also war das, nachdem der erste Einheitstaumel verflogen Ich war? denke ja, ich denke ja. Das war so ungefähr 2, 3 Jahre, nachdem dieser Taumel vorbei war und viele gemerkt haben, es war ja nicht alles, es ist nicht alles Gold, was glänzt im Westen. Und es war nicht alles schlecht, was im Osten schlecht geredet wurde. Es waren viele Dinge da, die man einfach so hätte übernehmen können. Und viele Dinge leben ja heute davon. Also viele Marken, Kati, Backwaren, Schokoladenmarken, die Hallorenkugeln zum Beispiel und so weiter. Das sind ja alles uralte Marken im Osten, die heute wieder reüssieren, weil auf einmal die Ostdeutschen sagen, das sind unsere. Und wenn heute ein Ostdeutscher in den Westen rüberfährt und was mitbringen muss, dann nimmt er eine Flasche Rotkäppchen mit und eine Schachtel Hallorenkugeln. Oder Feber-Schokolade oder was weiß ich was. Röstfeinkaffee, wenn es sein muss, auch. Früher war der Kaffeetransfer umgekehrt. Da kam der Kaffee aus dem Westen in den Osten. Heute nimmt man auch mal einen Röstfein, weil die haben ja auch teilweise jetzt gute Sorten im Sortiment. Ne? Also diese Ostalgie ist ganz wichtig gewesen. Und das hat auch was mit der Stärkung des Verbraucherbewusstseins zu tun. Weil dieses ständige, ach, es war ja alles so schlecht, hier, wir haben ja nichts gemacht, ist doch Käse. Ich habe mal in der Pressekonferenz gesagt, das, was hier im Osten geleistet wurde, hätten wir im Westen erst mal nachmachen müssen. Uns wurde ja nach der Wende der Puderzucker über die amerikanischen Hilfsprogramme in den Hintern geblasen. Nach dem Krieg meinen Sie, Nach dem oder? Krieg, ja. Wir wurden also gefördert und nachdem der Beschluss gefasst war, Deutschland nicht zur großen Kuhweide zu machen, sondern wieder alles aufzubauen, kamen ja Fördermittel aus Amerika vor allem. Und im Osten kamen leider keine Fördermittel, da wurde alles abgeräumt und nach Sibirien gefahren oder sonst wohin. Ne? Das heißt also, dieses sogenannte Brudervolk, das war ein Bruder, den ich lieber nicht wünsche, weil der hat Blut gesaugt, während die Amerikaner eben immer wieder reingeschossen haben. Aber mit den Mitteln, die die Ostdeutschen hatten, haben die erstaunlicherweise sehr viel geschafft, dass sie die Städte nicht erhalten konnten. Das lag nicht an den Ostdeutschen, das lag an der Regierung. Die wollte nicht, die konnten nicht, die wollte alles einheitlich machen. Alles in Plattenbausiedlungen und aus den Innenstädten große Grünflächen. Also Leipzig war ja so ein Beispiel. Ich sage mir immer, wenn heute einer aus dem Gefängnis kommt, der vor 50 Jahren eingelocht wurde und in diese Stadt geführt wird zum ersten Mal, der sagt, wo bin ich hier? Der kennt nichts mehr, weil es ist alles anders. Es ist frisch, die Farben, freundlich, die Straßen gemacht und so weiter. Also es ist Wahnsinniges passiert und nochmal auf die Ostalgie zurückzukommen. Ich denke, dass diese Ostalgie in vielen Bereichen, vielen Marken am Überleben geholfen hat. Nicht Trabi, den wollte keiner mehr am Ende. Nicht Wartburg, den wollte auch keiner mehr. Also all die Stinkedinger, die auf der Straße rumfuhren, die mochte niemand. Und die Autos, also auch meine Frau hat sich damals nach der Wende erstmal einen gebrauchten Opel gekauft, der war also kaputt und da war alles so, aber es war ein Westauto und damit konnte man fahren. Und vorher hatte man auf einen Trabi 18 Jahre gewartet. Also den hat man schnell vergessen. Aber alle anderen Dinge, auch im Sinne dieser Rückbesinnung, was war eigentlich früher und was war gut, hat man diese Marken wieder auferleben lassen.